After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. See you, oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen im sonnigen San Andreas. Ja, GTA, Grand Theft Auto, San Andreas befinden wir uns hier. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze jetzt hier anfangen soll. Wir haben ja eben die Zwischensequenz gesehen und wurden jetzt quasi... wir waren am Anfang Liberty City wegen GTA 3. Ihr könnt auch unten ruhig mal in die Playlist reingucken. Da habe ich nämlich schon GTA 3 und GTA Vice City komplett durchgespielt. Und die vorigen Teile habe ich dann auch schon mal angespielt gehabt. Einfach in die Playlist gucken. Nicht wundern, sind alle in einer Playlist, in der GTA Trilogie. Playlist. Naja, okay, wir sind ja im Spiel. Ich bin ein bisschen... bin hier reingeschmissen worden. Also anscheinend... Oh, drücke Eingabe, um auf das Fahrrad zu steigen. Springen. Tun. Eingabe. Oh, okay. Ach, ein BMX. Yeah, um in die Pedale zu treten, W gedrückt halten. So, und wir sehen schon, folge dem CJ-Symbol auf dem Radar, um deine Viertel zurückzufinden. Ich werde verfolgt. Okay, also wir sind jetzt quasi in einem anderen Viertel, wo vielleicht eine andere Gang. Hier geht es ja ziemlich viel um Gangenkriege und das ganze Zeug. Und da müssen wir aufpassen. Drücke S, um zu bremsen oder um zurückzusetzen, wenn das Fahrrad steht. Daher müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal aus diesem Viertel heraus und unser wieder reinkommen. Unseres. Oh, hallo, Baby. Drücke auf und ab, um dein Gewicht auf... Drücke auf und ab. Auf und ab. Oh. Okay, so kann man zur Seite gucken. Ist natürlich alles eigentlich... mehr oder weniger dasselbe wie in GTA 3. Ich gucke gerade, ja, meine Maus bleibt drin. Sehr schön. Da bewegt sich übrigens das Rad. Hui. Okay. Wir fahren hier einfach mal rum. Ich kenne mich hier kein bisschen aus. Ist wieder alles blind. Ihr seht es ja im Titel. Daher ist das hier für mich alles Neuland. Und ich bin schon sehr gespannt.
Heimat. Okay, also wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen was über die Vorgeschichte von Ahmed F. können wir auch. Okay, super. So. Sie invertiert. Ah. Nee, okay, stimmt alles. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. Unser Haus. Says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in it, keep it real. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, as long as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. Oh, motherfucker, my car. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Okay, okay. Ach du heilige Scheiße, geht ja hier schon ab. Konnte jetzt gar nicht reden in der Zwischensequenz. Auf jeden Fall schon sehr krass, was hier abgeht. Little Devil und Big Devil. Yeah. Die werde ich alle rächen. Du kannst in einem Bunny Hop machen, indem du. Okay. Ah. Okay. Ui. Dann können wir bestimmt auch solche coolen Stunts machen und den ganzen, das ganze Zeug. So BMX fahren auf jeden Fall. Ist klar, ist ja auch ein BMX. Yeah. So, auf jeden Fall cool. Ach, da sind wir schon das Winewood-Zeichen. Klar, hier, an Hollywood ganz klar angelehnt. Sie ist früher übrigens Hollywood Land. Ah! Oh gut! Okay, wir wollen mal lieber schnell ab. Das ist mir hier. Nein! Nein! Steig auf! Steig auf! Oh Gott! Je mehr du trainierst, desto besser wird deine Koordination, was dir erlaubt, dich hier länger anzustrengen. Okay.
Wenn du das sagst. Ich werde hier die ganze Zeit irgendwie. Alter, das ist doch. Nein! So. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Du bist zu weit weg. Bleib bei Sweet. Schöner Name übrigens. Hier drüben. Los, 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 los. Keep up, motherfucker. Keep up, motherfucker. Okay. Ja. Wir haben jetzt ganz schön viel Leben verloren. Wir wurden sofort angeschossen. Ach du heilige Scheiße. Hier geht's schon wieder los. So, das ganze Spiel spielt übrigens in den 90ern. Ich kann mich dann später mal erkundigen, welchem Jahr genau. Ich weiß nur, dass das Ganze auf jeden Fall in den 90ern spielt. Oh. Ja. Boah, ist aber echt schon cool mit dem Fahrrad. Also das gab's ja dann in GTA 4 dann nicht mehr. GTA 4 ist ja quasi, hatte ich ja schon durchgespielt, privat. Das ist jetzt quasi das erste Mal, dass ich hier mit dem Fahrrad in dem GTA-Teil rumfahre. Ist schon auf jeden Fall cool. Yo, man! So. Radskills verbessert, du kannst du höher springen, schneller. Wow. Oh. Ist auf jeden Fall. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh. Okay. Ja, ich kann mich auch selbst killen in der ersten Mission. Das wäre auf jeden Fall eine. Alter, dein Ernst. Warte, wir müssen erstmal ein bisschen Gas aufbauen. Also. Ein bisschen Tempo. Komm schon. Ich soll irgendwie rauskommen. Ja. Dankeschön. Huch. Ja, ihr seht, läuft hier schon mal super für die erste Mission. Ich bin sehr beeindruckt von mir. Huch. Wie kann ich da jetzt so runter? Oh Gott. Das war ein bisschen riskant. Okay. Okay, weiter geht's. Oh, nein, 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 nein. Wow. Oh, ich bin fast tot. Und jetzt, das ist jetzt ein bisschen uncool, möchte ich sagen. Ey, mein Fahrer, BMX. Dingenskirchen. Ich komm nicht den Berg hoch. Komm schon. So, wenn ihr neben mir. Scheiße. Nein, 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 nein. Okay. Okay, wenn deine Gesundheit bei 0 ist, dann wirst du ohnmächtig und wirst im nächsten Krankenhaus behandelt. Ja. Um deinen Gesundheitszustand zu verbessern, kannst du Essen, Gesundheitspickups aufnehmen oder du kannst dich durch Panzerung schützen. Achso, genau, durch eine Schutzweste. Bevor du entlassen wirst, wird man dir im Krankenhaus deine Waffen abnehmen und dir die Behandlung in Rechnung stellen. Das ist natürlich tragisch. Ja, das ist sehr gut gelaufen. Egal, dann kann ich mal kurz reden. Also das Ganze spielte in den 90ern, Vice City war in den 80ern und GTA 3 in den 2000ern. Also quasi 2000 irgendwas, ich glaube 2001 oder so hat es gespielt, wo es auch rausgekommen ist. Das Game ist 2004 für PlayStation 2 rausgekommen und 2005 dann für den PC. Ich habe die Einstellungen hier ziemlich hoch gedreht und es sieht echt schon besser aus als GTA 3 oder GTA Vice City. Also die beziehen sich ja beide auf die Render. Where? Ja, Renderware hieß die, glaube ich. Renderware Engine. Die wollten das Spiel eigentlich erst ziemlich genau wie GTA Vice City lassen vom Grafikstil her. Haben sich dann aber doch anders entschieden und daher gibt es jetzt hier auch, glaube ich, so Stürme und wird alles in Echtzeit berechnet. Das ist ziemlich cool. Um Karl daran zu hindern, in ein Auto zu steigen, nachdem er bereits die Tür geöffnet hat, den Fahrer oder den Beifahrer rauszuzerrt hat, benutze die Bewegungskontrolle oder Maustaste L. So, es gibt eine Menge Radiosender, mehr als im letzten Teil. Radio aus. User Track Player. Okay, die Sounds sind wie immer ein bisschen zu laut jetzt gerade eingestellt. Und es sieht echt gut aus, also muss man sagen. Optisch sieht das Ganze schon echt besser aus als GTA Vice City oder GTA 3. Und wir haben hier eine riesige Stadt vor uns. Ich kann mal kurz. So, ich glaube, die Aufnahme wurde nicht unterbrochen. Nein, sehr gut. So, ich gehe hier mal kurz. Oh, kann ich mal kurz hier raussuchen? Ja, sehr schön, mir wird gesagt, wo ich hin muss. Also, ihr seht's, ich kann gar nicht weiter raus. Wir haben hier eine riesige Map. Also, ihr seht schon, der Teil hier, ich weiß gar nicht, hier können wir uns auch, oder den haben wir noch gar nicht erkundet. Geht es so frei, wenn man das erkundet? Und auf jeden Fall, eine Riesen-Map. Ich glaube, mit drei Städten, ja, mit ganzen drei Städten und hier so ein Haufen Dörfern. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Wie schon gesagt, ist alles blind. Wo müssen wir jetzt langfahren? Tut mir leid, dass ich jetzt bei der ersten Mission sofort abgefällt habe, aber
Das ist eigentlich nicht so wild. Oh, meine Maus geht wieder nicht. Oder? Moment, ich steig mal kurz aus. Hallo, Maus. Maus, 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 Maus. So, jetzt geht's wieder. Gleiche wie in GTA Vice City. So, okay. Ich nehme das Ganze, ich hatte es glaube ich eben schon erwähnt, in einer, naja, komischen Auflösung auf. Irgendwie so 1600 irgendwas mal 1050. Weil es sich auf 1080p ist, lässt sich in keiner 16:9 Einstellung spielen. Das geht einfach nicht. Es ist einfach unfassbar, es geht nicht. Es soll irgendwie in Version 1.1 oder Version 1 von GTA San Andreas soll es doch gegeben haben. Da soll dann 1080 Patch dazukommen sein. Wir spielen gerade GTA San Andreas auf der Version 3. Es wurde also schon noch da wurden schon noch ein paar Updates gemacht, ein paar Fixes. Und da gibt es keine 16:9 Auflösungen mehr. Wieso auch immer. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich meine, GTA Vice City und GTA 3 haben schon von sich aus einfach 1080p angeboten. Und hier gibt es kein 16:9, das ist ein bisschen sehr unpraktisch. Macht eigentlich nichts, denn für mich tut es trotzdem den ganzen Bildschirm ausfüllen. Ich habe es nämlich quasi so eingestellt, dass es einfach den ganzen Bildschirm ausfüllt. Und die Aufnahme tue ich danach einfach auf 1080p hochskalieren. Wird euch wahrscheinlich eh nicht auffallen, weil das sind wirklich nur wenige Pixel. Also das ist wirklich nicht so wild. Es wird in dem Sinne nicht wirklich auffallen. Wie komme ich denn jetzt hin? Weißt du, schön, dass ich jetzt sofort in der ersten Mission abgefailt habe. Ah, dann kann man sich ein bisschen die Stadt angucken. Ihr seht schon, die Gebäude werden sehr, sehr weit schon gerendert. Da hinten sieht man schon ein paar. Also die werden schon in, weiß ich nicht, so zwei bis vierfacher, also zwei bis viermal so weit ist quasi unsere Sicht. Komme ich jetzt hier irgendwie runter? Ja. Yeah. Ich meine, wow. Nein, 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 nein. Das ist jetzt ein bisschen... Brennt der Wagen wieder? Ja, er brennt wieder. Cool. Erinnert mich an GTA 3. Bekannteste Bug ever. Gut, es ist... Ja, das heißt hier Bug, aber eigentlich ist es so ein... bekannte Sache aus GTA 3 gewesen, dass hier halt alles angefangen hat zu brennen. Ich bin schon echt sehr gespannt, was es hier alles gibt. Hier gibt es in dem Teil auch eine Menge Mythen, den werden wir uns jetzt endlich mal angehen. Also in GTA San Andreas habe ich auch mal ein paar Easter Eggs gezeigt. Wollte ich so machen. Ist ja, wie schon im letzten Teil, kein 100%. Und San Andreas als 100%, das... Leute, das muss echt ein Monsterprojekt sein. Also, muss ich einfach sagen, es ist ein riesiges Spiel. Ich gehe von der Länge, also, jetzt in Parts gerechnet, gehe ich davon aus, dass es ungefähr die Länge von GTA 3 und GTA Vice City zusammen haben wird. So. Ah, oh, Gott sei Dank können wir einfach so mit einem Klick überspringen. Sehr praktisch. Okay, sehr viele Sequenzen. Steig aufs Vorrat. Ah, wir können mehrmals drücken, dann sind wir schneller. Ah, okay. Wir müssen ein bisschen langsamer fahren, denn... Führen Sie hier früher, CJ? Aha, aha. Du kannst... Wow! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich drück ganz oft. Wow! Das ist jetzt echt ein bisschen uncool. Das fand ich jetzt aber unfair. Das Spiel ist voll unfair. So, ich drück mal ganz oft W. Man hört... Alter. Den Wagen kann ich schlecht mit meinem BMX abhängen, möchte ich sagen. Erwähnen. Ja, das ist toll. Und wir sind schon wieder tot. Das ist sehr gut gelaufen. So, ich würde sagen, wir sehen uns einfach nach dem Cut wieder. Das ist jetzt, das habt ihr nicht gesehen. So, da bin ich auch schon wieder, verdammt, das ist der Tor. Los, 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 okay. Entschuldige den Stress, ich gebe mir jetzt ein bisschen Vollgas hier, damit ich nicht wieder, oh, das ist ja echt uncool, hier in der ersten Mission so abzufehlen. Das sieht gar nicht gut für mich aus, Leute. Aber in Wirklichkeit bin ich viel besser. Gesundheit. Ja, das war jetzt natürlich nur ein Witz. Ich bin so schlecht. So, okay, gut, dann bin ich auf jeden Fall mehr gespannt. Das Spiel wird echt... Ja, ja, da... Red mir einfach ins Let's Play, danke. Also das Ding wird echt ein Megaprojekt. Und ich kann nicht reden, weil, Dingens. Weil Dingenskirchen. Oh! Okay.
Oh. Na, danke schön. So, okay, wir folgen den hier einfach mal. Okay, wir haben noch... Ah, du bist zu weit weg. Okay, sehr gut. Okay, ja. Ich kann nicht reden, weil ich mich konzentrieren muss. Wo war ich? Ich habe keine Ahnung. Wird auf jeden Fall ein echtes Megaprojekt. Also klar schon, ein GTA-Teil für sich ist ja schon relativ groß. GTA Vice City hatten wir relativ schnell durchgespielt. Da muss ich aber auch echt zu sagen, dass ich da längere Parts hatte. Da hatte ich echt längere Parts. Danke, dass ihr mich aufhält. Ich fühle mich gerade so voll unter Stress, Leute. Entschuldigt. Ich kann gerade echt nicht... Es ist... Oh. Sie mir gerade mitten reinreden, ist richtig schön. Ey, yo, ich bin nicht dran. Ja. Bika doch früher ab. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Boah, jetzt aufpassen, sonst fahre ich da runter, dann sterbe ich. Ich Noob. So immer schön bei den Typen hier bleiben, dann sind wir auf der richtigen Fährte. Ja, ja, komm, komm, komm. Ich drück doch weh. Oh Gott, oh Gott. Leute, ich drück echt schon verdammt oft weh, um schneller zu werden. Waren wir nicht mal zu vier? Achso, ja, wir haben uns ja aufgeteilt, ich weiß. Puh. Sehr schön. Okay, freue ich mich. Puh. Also, das, Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Aber meine Haare sind doch schön. Du kannst dein Spiel speichern, indem du CJ's Haus betrittst. Wer ist der? Karl? Karl Johnson? Irgendwas? Du kannst ein Fahrzeug speichern, indem du es in der Garage packst. Okay, das kennen wir ja. Altbekannte. Stell dich in die Markierung, Karls Haus zu betreten. Ach ja. Jawoll! Mission erfüllt und wir haben Respekt dazu bekommen. Puh. Okay, geh in CJ's Haus und jetzt kann ich mal kurz reden. Also, im ganzen Spiel, also... Ich erkläre das jetzt mal so, falls Leute das Spiel nicht kennen, kann ja echt sein. Ich kenne es selber nicht. Es gibt ja auf jeden Fall ein Skillsystem. Zudem muss man nach einiger Zeit was essen und kann auch trainieren. Wenn man zu viel isst zum Beispiel, wird man, naja, so wie der Typ hier. Na, der sah ein bisschen dick aus. Also dann wird man halt dick und langsamer und dann ist es quasi bei manchen Missionen echt nicht mehr möglich, die überhaupt zu schaffen. Und da muss man in Trainieren gehen, man kann auch die ganze Zeit trainieren gehen, dass man stärker wird. Das möchte ich auf jeden Fall mal gucken, dass wir uns quasi so gut wie möglich aufskillen. Und ihr habt es ja gesehen, beim BMX-Fahren, da stand's. Kann es nochmal kurz sagen, da kann man quasi seine BMX-Skills trainieren, dass man höher springen kann, schneller fahren. Und auch generell irgendwie mit Fahrzeugen und Bader kann man sich ziemlich gut skillen. Gab's dann in GTA 4 leider nicht mehr. GTA 5 haben sie das dann, glaube ich, wieder so ähnlich eingeführt. Auf jeden Fall krass. Das ist übrigens die gleiche Stadt, beziehungsweise die gleiche Gegend wie auch in GTA 5. GTA 5 habe ich übrigens noch nicht gespielt. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich die Folge... Nee, komm. Die erste Folge darf immer ein bisschen länger sein. Hauser Johnson, ja, wie heißen also? Karl Johnson, CJ. Okay. Yeah, cool. Hallo, komm, komm, jetzt. Also, das ist jetzt mit der Kamera echt hier ein bisschen... Was gibt's denn hier für Zeitschriften? Mann, so. Okay, Classic Reds. Grand Theft Auto San Andreas. Spielstand 1. Ja. Okay, gut. Ich glaube, er hat mir eben wieder meine Aufnahme unterbrochen, als ich hier gespeichert habe. Das ist echt komisch, dass das jetzt wieder hier ist. Also in GTA Vice City hatte ich es dann irgendwie mal wieder weg. Die Bildqualität sollte jetzt auch eigentlich ziemlich gut sein. In Vice City hatte ich
das Problem, dass ich wirklich mehrere Einstellungen irgendwie verhauen hatte. Ich weiß auch nicht, woran es lag, ob es irgendwie Sony Vegas mit dem schneide ich ja quasi alles. Da hatte sich irgendwas umgestellt, meiner Meinung nach. Vielleicht hatte ich auch irgendwas selber umgestellt. Wie auch immer, auf jeden Fall hatte ich das dann erst ab Part 26. Und ihr wisst ja, GTA Vice City, wer es gesehen hat, hat nur 33 Parts. GTA 3 hat übrigens 55 gehabt. Und deshalb ist erst ab Part 26 wirklich ein deutlich besseres Bild. Davor war echt ein schwammiges. Das werde ich hier ändern, denn jetzt habe ich schon die Einstellungen alle geändert. Das heißt, hier müsstet ihr ein ziemlich gutes Bild haben. Es dürfte eigentlich alles... Ich gehe mal nach oben. Oh, das ist mit der Kamera, weil... Das hier ist inverted, glaube ich, oder? Ich blick's gerade nicht. Ich verstehe es nicht. Oh. Ich dachte, was ist das denn? Ah. Alter, cool. Bitte lächeln. Ist das nicht eine süße Katze? Ich glaube, die werden jetzt auf meinem Computer gespeichert. Kann ich auf jeden Fall lustige Sachen mitmachen. Oh. Ein Spiegel, der funktioniert. In den restlichen GTA-Teilen gingen die Spiegel nicht. So. Was haben wir denn in der Garderobe? Benutze auf und ab, um einen Shop auszuwählen. Leertaste auswählen, Eingabe beenden. Ja. Binko. Artikel ausziehen. So. Achso, okay. Ach, damit verlasse ich damit? Jetzt bin ich ziemlich irritiert. Doch, Kleiderschrank. Okay. Binko? Okay, anscheinend kann ich hier gerade... ist hier lang. Anscheinend kann ich da gerade aber auch nichts auswählen. Oder ich drücke die ganze Zeit die falschen Knöpfe, aber ich glaube eher nicht. Ah, ich habe wahrscheinlich nur den, ne? Mit so auf und ab und meinen Job Leertaste auswählen. Ah, okay. Oberkörper? Ja, yeah, hier mal was für die Ladies. So. Ja, komm. Kann ich jetzt mit Unterhosen draußen rumlaufen? Bestes Spiel ever. Was? Hä, wieso hab ich jetzt wieder was an? Doch sehr schön, dass wir nur ein Unterhemd zum Anziehen haben. So, Artikel ausziehen. Ach, jetzt habe ich mich schon wieder verdrückt. Ich muss noch Leertaste drücken. Spannendste erste Folge. Boah, Leute, ich habe aber echt probiert, ich habe über eine Stunde lang probiert, einen Patch zu installieren, damit ich das auf 1080p kriege. Es ist im Endeffekt eigentlich völlig egal, das muss ich dann halt hinterher immer skalieren. Ist, ja, mein Gott, sind halt ein paar Klicks mehr, aber das tut dann echt gar nichts zur Sache. Das fällt, das wird euch auch nicht auffallen, also da habt ihr auch keine Qualitätseinbüßen oder sonstiges, das passt alles. So, jetzt endlich. Ja, da waren wir schon, das ist auf jeden Fall sehr schön. So, zurück. Okay, Beine. Ja, der hat eine sehr schöne Unterhose an, die... Alter, der... Ich möchte dazu nichts sagen. Achso, ich kann also echt mit Unterhose draußen rumlaufen. Das ist sehr gut. Ja, der... Raffi hat hier seinen Spaß. Ich weiß auch nicht wieso, ich finde es irgendwie gerade lustig. So, bald müssen wir auch mal die Folge beenden. Artikel ausziehen. Schuhe. Ah! So laufe ich auch immer zu Hause rum. So. Okay. So. Dann würde ich sagen, so. Ach, ist das nicht... Also die Freiheit einfach. Na gut, meine Unterhose habe ich noch an. Sind wir mal froh drum. Dass es die Auswahloptionen hier nicht gibt, sonst hätte ich es wahrscheinlich noch gemacht. Coco Pops! Ah, die gab es in welchem Teil gab es die? Vice City Stories? Oder, Liberty City Stories? Ich habe ja auch die beiden Teile angespielt und da gab es ja auch Coco Pops, genau, ja, ja. Ach ja, die Erinnerungen kommen frei, das ist einfach schon... Ach, da war, glaube ich, gerade Rockstar drauf. Oh. Ah! Ja, und da würde ich sagen, beende ich auch die erste Folge einmal. War ein bisschen gefailed, war ein bisschen
Ja, turbulenter Start, aber meine Güte, lassen wir es jetzt halt mal damit gut sein. Ich habe übrigens den Spielstand neu geladen, deshalb habe ich die $350 wieder. Ich weiß nicht, wieso ich in Unterhosen rumlaufe. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee für meine nächsten Missionen. Ja, Videospiel spielen. Das würde ich jetzt gerne machen, aber ich beende erstmal die Folge. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr freut euch mindestens halb so viel wie ich auf das Projekt. Ich bin sehr gespannt, ganz besonders auf die neuen Elemente. Und das Spiel ist ja einfach riesig. Ich meine, die Map, Leute, allein die Map. Die ist einfach riesig so. Doch, ins Optionsmenü kann ich, nur speichern nicht. Dann tut er die Aufnahme wieder unterbrechen. Komische Sache. Naja, ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.